Stefan, du bist jetzt seit 27 Jahren bei Lindemann und hauptverantwortlich für den Pressebereich und heute mit uns hier zusammen bei BMW. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was genau passiert bei so einer Inspektion? Wie beginnt ihr? Was ist zu tun? Wir sind hier erstmal bei einer der ersten Maschinen von Lindemann, vom Typen der Rasspresse. Die ist Baujahr 97, in Betrieb genommen Januar 98. Und seitdem machen wir die ständigen Inspektionen bei BMW, Kontrolle der Mechanik, der Hydraulik, eventuelle Nachjustierarbeit. Du hast sie damals ja mit aufgebaut. Das sind ja, ich muss gerade mal rechnen, 98, fast 26 Jahre, die Maschine hier steht. Ist das eine normale Lifetime einer Presse oder sagst du, nee, die kann auch locker 40 Jahre? Die Maschine kann auch 40 oder 50 Jahre alt werden, je nachdem, wie sie gewartet wird. Und da wir bei BMW alles über Lindemann laufen lassen, haben wir hier eine Verfügungsbereitschaft von den Maschinen bei 98%. Und wie muss ich mir das vorstellen? Die Technik entwickelt sich ja weiter. Wir haben Themen wie Digitalisierung mit dabei. Wie bekommt ihr das hin, dass ihr eine alte, gleichweise alte Maschine immer up to date und immer auf dem neuesten Stand der Zeit haltet? Ja, die Maschine, die alte Hydraulik, alte Elektrik wurde alles abgekündigt. Die Maschine ist jetzt komplett neu, ist auf den aktuellen Stand der Technik. Und wie oft führt ihr solche Inspektionen durch? Jedes Jahr, oder? Die hydraulischen Inspektionen, mechanische Inspektionen, immer jährlich. Ja, vielen Dank. Gerne.